Oh, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Hallo, ich bin auch noch mal dabei. Du musst echt aufhören, in meine Wohnung hier einzubrechen. Niemals, ich komme immer wieder. So, in der letzten Folge muss ich jetzt nicht vorstellen. Ey. Wir sind immer noch in der gleichen Aufnahmesession wie letztes Mal. Also, ja. Ja, wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession und beim letzten Mal gab es die Eröffnungszeremonie und noch ein paar Kämpfe von Team Yell. Ja, was für Idioten. Und jetzt gehen wir mal nach draußen. Wir sollen zu Route 3, damit wir unsere erste Arena-Challenge hier. Route 3, okay, da. Ja, man muss dann von Route 3 aus nach Turfield hin. Als ich zum ersten Mal die Karte gesehen habe, ich habe die überhaupt nicht gecheckt, ey. Ich auch nicht so wirklich. Ich meine, ich hab mir so gedacht. Ja, dann, Liga-Präsident Rosé hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Oh, Geschenke. Geschenke? Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier ist ein Geschenk. Eine Dauerpause für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit dem Flugtaxi fliegen. Und zwar an jeden beliebigen Ort, den du schon vorher besucht hast. Okay, alles klar. Ich zitiere aus der Anleitung des Flugtaxis. Danach müssen sie noch ein Ziel aussuchen. Guten Flug. Aber das Flugtaxi bringt sich so gut wie nur an Orten, die du schon vorher mal besucht hast. Was nächstes Mal Turfield willst, musst du also zum ersten Mal zu Fuß dorthin. Das klingt sehr praktisch. Das ist halt wie Fliegen halt. Ja, nur ohne TM mal. Ne? Ja, ja, war nicht in Sonne auch schon so? Ja, da konnte man auch. Ich meine, ja, da war es auch so. Da musstest du eine bestimmte Insel-Challenge machen, damit du das nutzen konntest. Ja. Und früher war es ja noch ganz klassisch mit der VM, mit der VM2 Fliegen. Warte mal, gehe ich überhaupt richtig? Ja, ne? Nee, hier nicht. Ich muss ganz nach Westen. Ey. Ja, ich muss nach links, aber ich will noch hier gucken, was hier ist und so. Ich hab da gar nicht geguckt, ey. Soll ich mal machen? Ich bin ja gerade in Engine City. Glitzer, Glitzer habe ich gefunden. Glitzer, Glitzer. Glitzer, Glitzer, Funkel, Funkel. Magst du am liebsten. Ja. Vielleicht gibt's ja eher wilde Pokémon, weiß ich nicht. Bin ich näher. Ich habe da unten, glaube ich, einen TM gesehen. Ein TM? Einen goldenen Pokéball habe ich, glaube ich, gesehen. Ja, denn, ja, ist tatsächlich der TM. Oh, ist ganz genau. Zahltag. Das bringe ich sofort jemanden bei, damit ich schön Kohle krieg. Und wem denn? Also nicht. Ich weiß nicht, ob Hoplo das lernen kann. Also Kleptifuchs müsste es ja eigentlich lernen, ne? Wenn das. Oh. Kann niemand lernen. Er ist auch ein kleptomanischer Fuchs. Warum nicht? Ja. Wow. Ich verspüre den jetzt etwa. Zwar großes Potenzial als Trainer, aber es ist noch etwas zu früh. Komm wieder, wenn du Champ geworden bist. Okay. Okay. Oh, hier ist was zum Angeln. Willst du angeln? Ja. Willst du den Carpador aus dem Teich ziehen? In Schild habe ich nicht nur ein Carpador gefunden. Da habe ich auch diese Schildkröte gefunden. Also. Ja. Vielleicht doch. Ich habe auch mal ein paar Schuft gefunden. Aber das kommt erst später. Flucht gescheitert. Boah, weil das so schnell ist, ne? Ja, ich will es einmal angreifen. Na, ich will da einfach. So. Okay. Ah, hätte mal sein können. Vielleicht finde ich mal. Wie gesagt, ein Schild habe ich mal die Schildkröte gefunden. Das ist nett. Also gibt es nicht nur irgendwie Carpadors. Ich wünschte mal, man würde mal wissen, wo man eine bessere Angel bekommt. Oder ob man generell eine bessere Angel bekommt. Ja. Sicher nicht. Oder nicht? Das ist etwas, was ich auch nicht weiß. Wenn Menschen Pokémon-Attacken einsetzen können, also ich denke schon, dass ich zum Beispiel einen Hyperschrat zum Besten geben könnte. Ja, genau. Ja. Die mächtigste normale Attacke überhaupt. Mit ab genauso wie Gigastoß. Ja. Groß. Also ob jemand wie du das hinkriegt. Ich würde auch gerne einen Hyperstrahl einsetzen können. Ja, was willst du dann damit machen? Ein Strahl auf andere hypermäßig draufballern. Seidenschal. Oh, ein Seidenschal. Der ist gut. Kannst du. Stimmt, ich habe ja auch Holzkohle noch. Ja, stimmt. Holzkohle würde ich deinem Hoplo geben. Das findest du in der Trainingstasche. Spaghetti. Spaghetti. Ich liebe Spaghetti. Trainingstasche musst du hin. Wo ist denn Trainingstasche? Da. Zucker-Erdbeere. Okay, jetzt gehen wir. Dir geben wir das hier. Und dir geben wir das hier wegen Sternschauer. Ja, damit es ein bisschen verstärkt wird. Ja. Ist ja wahrscheinlich sowieso nur eine Frage der Zeit, bis man Schattenglas findet. Naja. Aber ich habe keine gute Unlichtattacke, das ist ein Problem. Oh. Ist so. Ist so, ja. Ja, ist so halt, ne? Ja. Oh, guck mal da, das ist der Bahnhof.
Und was heißt der Bahnhof? Das ist die Deutsche Bahn ist. Ich sag zu dem Bahnhof immer Deutsche Bahn. Warum auch immer. Dann ist das ein Schalkopf? Oh, ist ein Schalkopf. Schalkopf. Also. Nur Schalkopf, Zeit den Heimweg anzutreten. Hammer. Was willst du bei mir? Was willst du? Geh weg. Wo ist... Oh, Grifeldis. Hi. Grifeldis ist ein cooles Pokémon. Sehe ich was? Meins. Ich näher mich. Ich bin da vorbeigelaufen. Superbälle. Brauchen sind eigentlich an mir voll fehl am Platz, weil ich nur Pokébälle einsetze. Was und was ab? Bald wirst du sowieso Superbälle einsetzen. Ich tue allgemein nur Pokébälle einsetzen, egal bei was, auch bei legendären Pokémon. Das wird niemals funktionieren. Das hat schon immer funktioniert. Das dauert zwar voll lange, aber es funktioniert immer. Es funktioniert zwar, aber willst du dir wirklich die Zeit dafür nehmen? Ja, ich weiß nicht. Ich will das alle in den gleichen Pokéball, denn ich wusste doch, hier ist irgendwas. Ey. Bündel Vitalkraut. Vitalkraut ist ein bitteres Medizin, das ist halt wie ein Doppelleber. Ja. Nur halt die Pokémon mögen es nicht. Wo bin ich her? Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Da muss ein Vollgaster, der aus einem weit entfernten Höhenregion zu uns gekommen ist. Echt? Wir kommen in Uniform an. Könnte das vielleicht irgendwie der Vater von der einen sein? Meinst von weil die hat doch gesagt Flavia, genau. Ja, die hat gesagt, der warte halt. Hat die nicht den Namen von seinem Opa übernommen? Oh, guck mal hier. Uniformladen. Ich finde nicht so dufte. Ist auch hier nur Uniform. Guck mal, wie teuer die sind. Denn vor allen Dingen, warum ist der denn so weit da unten? Oder nicht. Aber kann seine Uniform ändern, das ist doch schon mal was. Dann gehe ich lieber in die Boutique, auch wenn ich ja schon ein echt gutes. Ja, ich nehme an, das ist für die Arena-Challenge da diese Uniform, oder? Ich weiß nicht, ich glaube nur, dass du deine normale Uniform anziehen kannst. Oh. Also die du anhast. Ich glaube, das ist die einzige Uniform, die du tragen darfst. Okay, das was ich ein bisschen schade finde. Arena-Challenge. Guck mal nochmal hier, weil es mir alles. Ui. Vielen Dank, bin ich ganz hungrig geworden. So ein kleiner Snack ist genau das Richtige. Jetzt ein Snack, ey. Jetzt ein Snickers. Ja. Ja. Wenn es mal wieder länger dauert, schnappt ihr den Snickers. In den Schienenverkehr müssen wir uns aufrecht zu halten. Deutsche Bahn halt, ne? Komm bei Pokémon Super Mario. Was möchtest du tun? Was möchte ich tun? Das ist. Ja, boah. Ja. Welcome, willst du kaufen? Nö. Nee, du möchtest nicht mit dem Zug fahren, ne? Sir Jose, der Präsident Pokémon League, ist in verschiedenen Bereichen aktiv. Oder? Okay. Ja, Mann. Ihr quatscht alle über Jose. Okay, wir gehen zur Route 3. Ich hoffe, da gibt es irgendwie Pokémon zu fangen oder so. Ja, klar, es ist eine Route. Warum sollte man da keine Pokémon fangen? Weil ich will mal auch mal wieder ein neues Pokémon mit meinem Team haben. Vielleicht, wenn ich was Gutes finde. Ich glaube, dass du da was Gutes finden könntest. Oh, guck mal, wer da ist. Da bist du ja, ich habe die Idee. Wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich, muss das sein? Komm schon, sei kein Froxy. Ganz ohne Training können wir das mit der Arena Challenge auch gleich bleiben lassen. Oh. Da bist du ja. Ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Hey, du willst der Hopp wird sowieso gegen die Arena Challenge abstinken. Vor allem den allerersten Kampf, ey. Ja. Ich habe alle Bücher meines Bruders durchgelesen. Ich habe alle in- und auswendig gelernt. Oh, ich mache dich fertig. Ja, und dann gegen mich stehen sie dann aus wie eine Niete. Ja. Ich dachte mir auch so, kann doch niemals gut werden. Vor allen Dingen, du hast einen Starter gewählt, der gegen deinen eigenen Starter schwach ist. Ja. Na, oh Gott. Das ist schon wieder so viel Schaden. Ja. Aber ich habe jetzt einen Seidenschal, das bringt nicht. Gott, verdammt. Du musst ein bisschen stärker werden, Kollege. Das hat dich angemäht. Nee, bring ihn um. Los, lernen. Warte, was ich weiß, eine gute Unlichtattacke. Standpauke. Ja. Okay, oder Gewissheit. Ich habe irgendwie so ein Knirscher oder irgendwie vorhin noch stärkeres gemacht. Knirscher ist eine physische Attacke und ich glaube, dein Pokémon ist nicht auf Angriff spezialisiert, sondern eher auf Spezialangriff. Ja. Also wer gut ist hier Standpauke? Ja, ich bin Angriff. Kommt gut. Standpauke! Siehst du? Habe ich doch gesagt. Standpauke ist eine gute Attacke. Ich würde Prügler vergessen. Das ist so höher die Anzahl der Angriffe. Du hast im Moment nur zwei Pokémon in deinem Team. Ja.
Ich überlege gerade. Zuki hat halt Erstschlag und du hast Seitenschlag. Ja, ich bin früher raus. Wo ich die Idee irgendwie voll gut finde. Ich denke mir irgendwie so, die ganzen anderen Pokémon irgendwie treten noch so mitten auf das Pokémon rein, ne? Ich finde den Gedanken voll witzig. Ja, okay. Chimchef. Nee, nein. Nein. Gehe ich kein Risiko ein. Von das Level 14, also. Ich nehme meinen depressiven Fuchs raus und tu meinen hyperaktiven Hasen einwechseln. Wenn man nicht weiß, wie die Pokémon heißen. Dein Pokémon heißt Hoplo. Ah. Hätte eigentlich er nehmen müssen, ne? Ja, eigentlich hätte er müssen. Moment, aber mir hat er ja sogar genommen. Und die wildwuchernde Pflanze gehabt. Das ist das Brasierblatt ein, oder? Ne, Zweigstoß. Ja. Oh nein. Oh nein. Ja, ist voll gemacht. Haha. Der Typ ist echt ein Idiot, ey. Vor allem jetzt mal, wenn ich irgendwie eine effektive Attacke sagt er irgendwie so, oh, du hast es voll drauf mit dem Typen und so. Ja, ey, das ist so nervig, ey. Ja. Ja, und ist okay. Ja. Na, oh, du. Du kannst dir Tränke leisten. Seit wann können sich Rivalen Tränke leisten? Ah. Ja gut, okay, das war eigentlich schon von den Yoto so. Da hat der Champ immer gerne mal Full Restore eingesetzt. Der hat dich verhöhnt. Du hast was über meine Mutter gesagt? Bring ihn um! Sagt das nicht irgendwie, dass ich ihn nur angreifen kann irgendwie? Dass du keine Status-Attacken mehr einsetzen kannst. Ja, das ist nur Angriffe. Also Also halt nur ganz normale Angriffe machen. Du kannst halt nur noch Attacken einsetzen, nichts mit deinem Status zu tun haben. Ja. Ich und der kleine Nix hat so einen Sieg mit den Rücken zur Wand, zählt vielleicht dafür gleich doppelt. Als ob der gewinnt, ja, nämlich nur auf Micro. Ja, mein Hase ist auch schon ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht. Ich glaube, gegen Micro wirst du noch gewinnen. Weil Micro hat keine gute Verteidigung. Warte mal, das ist nur Flug, ne? Es ist ein reiner Flugtyp. Ich dachte auch, dass die nächste Entwicklung da davon vielleicht ein Undicht-Pokémon ist. Ist es aber nicht. Vor allem, weiß ich nicht. Das ist irgendwie das erste Mal, dass es ein reines Flug-Pokémon, glaube ich, gibt, außer dieses eine legendäre. Das ist vielleicht sein legendäre. Also, die reiten irgendwie auf so Wolken oder irgendwie sowas. Demeterus? Ja, ich weiß nicht, Tundarus oder irgendwie sowas, wie alle heißen. Voltumus ist kein reines Flug-Pokémon, ist Elektro-Flug. Boreus ist ein reines Flug-Pokémon. Ja. Aber sonst gab es bisher immer nur Normal und Flug. Ja, und halt legendären Vogel-Pokémon. Nein, ich meine so allgemein. Ja. Es gab noch nie einen reinen Flug-Pokémon, sag ich mal, so ein normales. Jetzt müsste ich mal überlegen. Ich glaube, das gab es doch. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, Taubsi. Taubsi ist normal für. Das ist das stimmt. Taubsi, Habitat, Kutut, alle waren, glaube ich, mal ein normaler Flug. Ja, stimmt. Alle waren immer so ein normaler Flug. Da hast du nicht ganz unrecht. Aber du hast Hopp besiegt. Da ist noch so viel Luft nach oben. Na gut, gutes Training ist das allemal. Nicht schlecht, Rival. Du hast ordentlich was drauf. Das müsst ihr lassen. Hier hast du meine Liga-Karte als Zeichen meines Respekts. Direkt mal verbrennen. Du willst die Liga-Karte von Hopp. Engine City war nur der erste Etappe unserer Arena Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg zur Stadt, wo der erste Arena-Etappe uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen. Knallhart, damit ich irgendwann den Champ den Kampf herausfordern kann. Und dann schnapp ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört. Der nächste Champion werde ich sein. Hopp aus Vollongarm. Ich kann nicht dich hören. Du bist zu weit weg. Ich würde erstmal heilen. Ja. Du solltest heilen, bevor du irgendwas Unüberlegtes tust, weil gleich kommt die nächste Route. Ja, aber Pokémon Center ist so weit weg. Da ist es doch. Ist das nicht ein Supermarkt? Nein, das ist Pokémon Center. Ja, rotes Dach, aber trotzdem. Weil das sah jetzt irgendwie aus, als wäre nur so ein normaler Supermarkt. So. Und bumm. Da kann ich mal einen Starter mehr nach vorne machen, weil jetzt sind beide Level 13. Wir uns bald wieder. So. Ja, wir uns bald wieder. Und jetzt geh weg. Verletzen Sie Ihre Pokémon und kommen Sie dann wieder. Ja. Schön. Also, da fand ich schon immer irgendwie voll merkwürdig. Verletzen Sie Ihre Pokémon und kommen Sie dann bitte wieder. Route 3. Die Pokémon kann fehlen, dann kannst du sie mit einem Trank heilen. Bei Vergiftung gegen Gegengift. Wenn du jemanden, ja, ich habe mich schon aufgestockt mit 10 von allen Sachen. Ja, no shit, Sherlock. Ja, okay. Oh, ich wollte eigentlich Rabaus. Oh, Rabaus. Habe ich, glaube ich, schon gefangen. Hast du das schon gefangen? Ja, Zurzone, glaube ich.
Mal gucken. Ja, stimmt, hast du gefangen. Was hat dich in deinem Team aufgenommen? Ich meine, es ist ein gutes Kampf-Pokémon. Weil kein neues Pokémon ist. Ich muss neue Pokémon in mein Team haben. Wie da, das hier zum Beispiel. Was da ist das? Eins. Ich weiß, wie es heißt. Das ist ein Coutini. Siehst du, das fällt schon wieder in die Kategorie von Sachen, die ich mein Team aufnehmen würde. Weißt du, was würdest du denn sagen, was ist das für ein Pokémon-Typ? Pflanzen. Aber weißt du was? Das ist männlich, will ich nicht. Was? Aber ja, ich bin etwas pingelig, wenn es mein Team geht. Das ist ein Vulpix. Das ist ein Vulpix. Guck mal, ja, dich habe ich noch nicht. Das ist ein Vulpix. Das ist auch eins meiner Lieblings-Pokémon, ehrlich gesagt. Ja? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Willst du das in deinem Team aufnehmen? Es ist weiblich. Nein, ich will das nicht in mein Team aufnehmen. Weil es ein normales Pokémon, weil es kein neues Pokémon ist? Erstens, weil ich ein Feuer-Pokémon schon habe. Ja, stimmt. Und zweitens, es ist kein neues Pokémon. Diese Erleichterung mit einem Punkt gar nicht mal so falsch. Keine Ahnung, immer wenn ich eine neue Generation spiele, ich muss halt die Pokémon von dieser Generation in mein Team haben. Ja, eigentlich ja. Ich hab halt nur zwei Pokémon, die nicht aus den neuen Gen sind. Ja, aber das ist mir völlig egal, weil ich habe mir eigentlich einfach schon ein richtig gutes Team zusammengestellt. Wie du vielleicht sehen kannst, ich bin ein bisschen pingelig. Vielleicht wird da eine Pokémon zum Beispiel nicht fangen, weil es nicht weiblich ist. Das sieht aus wie so ein Pokémon, das ich mir nur weiblich vorstelle, deswegen muss ich das weiblich haben. Okay. So, Bams. Vulpix wurde gefangen. Vulpix, wie willst du es nennen? Hopp! Nö, das nehme ich nicht in mein Team, also werde ich das nicht umnennen. In seiner Jugend hat es 6 hinreißende Schweife. Während es wächst, bekommt es noch weitere neue Schweife hinzu. Ja, insgesamt 9. Ja. Vulpix wurde in dein Team aufgenommen. So, jetzt will ich das andere Pokémon haben. Da. Sei weiblich. Da waren Zigzags. Ja. Das ist mir in diesem Spiel noch nicht auf begegnet, im Schild, aber. Hier ist es schon relativ oft begegnet. Und es ist männlich. Dreck, verdammt. Geh weg. Ich bin sexistisch. Ich muss ein. Was? Ja. So. Oh, da ist was. Oh Gott, das ist eine Trainerin. Oh. Hast du das gesehen? Oh, da ist das. Unratytox ist das. Ja. Ein Pokémon aus der 5. Gen? Ich glaube, es war die 5. Gen. Schwarz und weiß. Ja, war 5. Gen. Verpisst euch! Ihr verdammten Zickzacks! Verpisst euch, ich suche meinen Traum-Pokémon. Ich bin auf der Suche nach meinem Traum-Pokémon. Was ist das? Ich weiß nicht, du musst näher rangehen. Aber, komm her. Fang ich dich eben auch noch. Zickzacks! Ich glaube, ich brauche so Erfahrungspunkte, weil die sind schon Level 14. Meine Pokémon sind gerade erst Level 14. Ja, die sind Level 10. Das ist eigentlich eine gute Stelle, um zu trainieren. Bam. Oh Gott. Ja, es ist ein normal Unlicht-Pokémon. Ach so, boah. Er ist normal und Unlicht. Ja, normal und Unlicht. Ich dachte, er wäre nur Unlicht, Mann. Ich meine so, es ist normal Unlicht. Also, das hat eine Menge Schaden gemacht. Also, ich nehme an, du hast recht, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass ich recht habe. Du kannst es auch überprüfen. So, aus. Da war irgendwas Kleines. Was ist das Kleine da? Es ist. Ach, Micro. Ein Mikro. Deswegen war das so klein. Ja, Micro. Micah. Micah macht das Würstchen. Ja, das ist das Erste, was ich irgendwie denken musste, als der Name. Warum hast du das nicht in dein Team aufgenommen? Ich meine, das ist ein neues Pokémon. Ja. Ich hab's ja in meinem Team drin. Wo ist dieses? Ah! Geh weg! Geh weg! Was ist das? Das ist ein Skunkapo. Also, boah. Skunkapo! Da fangen wir. Das fangen wir. Ja, ich hoffe, du weißt, aus welcher Gen Skunkapu stammt. Das ist. Ich glaube, Diamant und Perl? Ja, Diamant, Perl, Platin, 4. Gen. Ja. Oh, perfekt. Ja, komm, das schnappen wir uns. Ja. Bitte geh nicht drauf. Zweimal getroffen. Jetzt kratzt er mich auch noch und nee. Ich weiß nicht, du kannst auch einfach X drücken, um Pokéball zu werfen. Ja, ich vergesse immer. So, ich bin mir sicher, dass Skunkapu, glaube ich, Finalschlag hat. Das dürfte Finalschlag haben. Als Fähigkeit. Was macht das? Wenn das Pokémon besiegt wird, bekommst du am Ende noch Schaden. Boah. Kannst du ja ansehen. Ja. Aus seinem Hinterleib sprüht das Gegner eine fürchterlich stinkende Flüssigkeit ins Gesicht. Dabei hat es eine Reichweite von bis zu 5 Meter. 5 Meter, voll geradeaus, mindestens 5 Meter. Wer saß irgendwie da und hat das irgendwie abgemessen? Keine Ahnung.
So, jetzt sag mir nicht, das Viech ist irgendwie voll selten hier. Nee, da ist es doch. Komm her, komm her. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht unter den untersten da. Contini. Contini. Contini, jetzt sei weiblich. Ja, komm. Und es ist weiblich. Okay. Tackle. Mir ist sowas von Pflanz-Pokémon. Ja, klar, weil Feuer ist effektiv. Oh, Wolfraum. Oh, die Initiative sinkt. Ja. Wow. Nochmal Tackle. Tackle. Ich glaube, dann werfe ich einfach. Nee, komm mal noch. Ich dachte, er wäre jetzt im gelben Bereich. Turbodreher. Ja, hier, ja, ja. Er macht das Pokémon macht einen auf Beyblade. Hat Turbodreher schon immer irgendwie Initiative geholt? Nein, Turbodreher wurde sogar nach oben gebufft. Ah, Volltreffer. Hat nicht mehr nur eine Stärke von 20, sondern jetzt mittlerweile von 50. Sich unterhöhe und kann sich auch. Man kann sich halt aus Attacken wie Wickel, Klammergriff, Feuerwirbel und Whirlpool befreien. Und kann Tarnstein und so entfernen. Ja, genau, und auch Giftspitze. Und erhöht jetzt auch mittlerweile die Initiative. Und trotzdem ist es immer noch Turbodreher. Nicht gerade wirklich eine gute Attacke. Ja. Coutini! 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 Das kommt jetzt in dein Team! Oh Gott, wie soll ich denn das jetzt nennen? Weiß ich doch nicht. Oh. Gleich Problem hatte ich auch mit dem Fuchs. Ja. Steckt er seine Beinchen fest in den Boden und bat dann ausgiebig im Sonnenlicht, nimmt seine Blüte eine kräftige Farbe an. Oh, schön. Schön. Keine Ahnung. Das hat er so, weil mir jetzt in den Namen gekommen ist. Flora. Ja. Keine Ahnung. Name noch ausstehend. Genau. Name noch ausstehend. Genau wie mein Fuchs. Weil ich will ihn auch noch nicht Kuro nennen. Das klingt irgendwie, weil nicht so Weep-mäßig irgendwie. So. Checken wir das Ding mal out. Ja, check it out. Ja, ist ein Pflanzen-Pokémon. Reines Pflanzen-Pokémon. Verteidigung hoch, Spezialverteidigung runter. Okay, Wolfflaum. Wenn du würdest in einem Angriff getroffen, verschleudet es Teile seines Wolfflaums, wodurch die Initiative aller anderen Pokémon sinkt. Ja. Oh, das ist gar nicht mal so scheiße. Rasierblatt. Auch nicht schlecht. Ist ein lasches Wesen. Hat einen robusten Körper. Ja, wenn sich das so dreht wie blöde. Ja. Wie viel Angriff hat denn das überhaupt und wie viel Spezialangriff? Warte. So. Spezialangriff, sag wieder. Initiative 7. Ja, es ist ziemlich langsam. Es ist aber tanky wie sonst was. Ja. Kann ich gerade sagen, ne? Oh, der pennt. Ja. Du solltest ins Pokémon sind. Ja, gehen wir mal, bevor ich meine ganzen Dinger hier verballer. Ja. Dann machen wir die Göre dann auch platt, die da stand. Und dann guck mal, wie es weitergeht hier. Ja, guck mal auf. Mehr habe ich noch nicht von der Route gesehen. Ja, dann wissen wir gleichzeitig, dass du noch mehr von der Route siehst. Oh, ich tue jetzt nicht die anderen, was ich da gefangen habe, rausnehmen. Willst du die anderen beiden jetzt mitnehmen oder nicht? Ich lasse die einfach im Team. Ich habe jetzt keinen Bock jetzt extra. Du kannst auch. Ich weiß, man kann auch von überall. Ja. Aber habe ich jetzt keinen Bock. Dauert 5 Sekunden, ne, das zu machen. Ja, 5 Sekunden. Wie 5 Sekunden kann man sich doch nehmen? Nein, ich will doch was erreichen. Du erreichst doch was. So, hi, was geht? Was geht ab? Hast du die Öffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Oh, bring sie um. Spektakuläre Idee, alter Sportsfreund. So. Und ein Vulpix. Ja, super, ich hab meinen Pflanzen Pokémon. wie viele hatte die? Hast du jetzt gesehen? 12. Sie hat ein Pokémon nur. Sie hat nur Vulpix. Na gut, dann machen wir kurz einen Prozess. Komm, dann bekämpft Feuer mit Feuer. Aber ich wundere, wie man Feuer eigentlich mit Wasser bekämpfen sollte. Ja. Aber selbst meine Pokémon haben Selbst Pokémon, die ich habe, die gegen diesen Typ voll schwach sind, haben einen kurzen Prozess damit gemacht. Ich tritt dem Fuchs einfach gegen die Fresse. Schau nicht hin, kleppt die Fuchs. Das könntest du sein. Das könntest du sein. So. Bam. Einmal ins Gesicht. Und geh. Und noch ins Gesicht. Okay. Das dauert. Okay, wollte schon sagen, das hat voll viel abgezogen. Zweimal getroffen.
RIP. Level 15. Na, entwickelt sich das auf Level 16? Dürfte es. Ich glaube, mein Pokémon hat sich Level 16 entwickelt. Ist normalerweise bei Startern, also. Normal, ja. Es ist ja nämlich definitiv auch in der Arena schön scheiße. So viel steht fest. Ja, viel Spaß beim Verlieren, ne? So. Oh, oder? Wer bist du denn? Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Fremdsprachen und ohne ein Computer. Du bist eine Schülerin. Laura. Pampa. Ein Pokémon aus der. Aus Schwarz und Weiß, glaube ich. Nee, ich glaube, Pampam war sechste Gen. Versuchen wir mal mit dem abzureißen. Ich meine, Pampam ist aus der sechsten Gen. Wolflaum wirkt. Initiative von Pampam sinkt. Komm, treff. Nee, ja, muss ich. Ich würde erst Lockduft einsetzen und dann Gesang. Ja, okay, das stimmt auch wieder, aber. Zum Glück ist das Ding so tanky, ey. Ja, wollte gerade sagen. Oh, es trifft. Minoral. Oh. So, Rasierblatt. Mach Schaden, bitte. Und mach einen Crit. Irgendwie habe ich mir voll die schwächlichen Pokémon ausgesucht. Habe ich so gefühlt. Oh Mann! Er ist schon aufgewacht. Ich glaube, RNG meint es nicht gut mit dir. Ne? Vielleicht so viel, wenn RNG was gegen dich hat. Das war ein Volltreffer. Oh, okay. Hat aber auch nicht sehr, sehr okay, viel. Also gut gemacht, Flora. Ja. Mach mal den hier. Wir versuchen das in diesem Partner zu entwickeln. Also wie die Entwicklung aussieht von dem? Ja, weiß ich. Okay. Ich hab schon gesehen. Gott! Hey! Was hat der jetzt gerade? Wirbler? Überkopfwurf. Oh, Überkopfwurf. Oh, Vulpix. Ja, super. Was hat Vulpix denn bitte für Attacken drauf? Das ist ja mega kacke, ey. Ja, Maronenschlag. Was ich. Ihre Verteidigung. Ja. Deckel. Ich wollte jetzt nicht nochmal auswechseln, ey. Vor allem, er hat voll Schaden gemacht, ey. Ja, wollte ich gerade sagen. Überkopfwurf, war das jetzt Kampf oder Unlicht? Überkopfwurf ist eine Kampfattacke. Ah! Na, jetzt warte, ich mach den ja. Ich muss einfach den. Ja, und jetzt, oder du wirfst gleich einen Ball auf ihn. Also, der Trainer hat den Ball abgeblockt. Sei kein Dieb. So. Gudi! Oh, es wechselt zu Hoplo. Ui! Hoplo. Und hier Hoplo. Kommt. Hoplo. Es kommt kaputt. Gott verdammt, das sind die Pokémon, die ich gerade nicht benutze. Oh, Säurespeier. Senkt dessen Spezialverteidigung stark. Ja. Spezialverteidigung. Ja, warum nicht? Ja, ich hätte jetzt gerade diese Attacke mit einer anderen verwechselt. Ich hätte Säurespeier gerade mit Säurepanzer verwechselt. Alter, macht das einen Schaden, ey. Da war eine Attacke. Oh, das war ein Crit. Ah, nee, halt, das war kein Crit. Ja. Spezialverteidigung, ich dachte, das war bereits Crit. Okay. Nimm du dir den Kill, meinetwegen. Los, kratze zu Tode. Ich kratze. Kratz. So. Ja, jetzt haben alle irgendwie Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Selbst die ich nicht benutzen will. Ja. Da. Wie verloren? Habe ich etwa nicht genug Pokémon gelernt? Mann. Über Pokémon. Ja, ich wollte gerade sagen, kleine Mädel hätte dich beinahe platt gemacht. Ja, wenn du lernst, Pokémon auch Klima zu haben, sammelst du dabei immer mehr Wissen über sie. Zum Beispiel, dass sie sich leicht empfangen, als wenn ihre KP fallen hast. No shit, Sherlock. So hat mir der Champion hat aber nicht beigebracht. Der hat einfach einen Ball geworfen und fertig. Ja. Oh, verdammter Dreck. Oh. Oh. Pampoli. Eigentlich ganz gut. Gut mit Flora. Ja, aber. Mach's platt. 12 HP. Das will ich aushalten. Halt, Pampoli hat nicht so einen hohen Angriff. Okay, sehr gut. Ich frag mich, also stimmt, dein Pokémon ist auch nicht gerade das schnellste. Pampoli ist nämlich auch nicht gerade schnell. Weil das hat für eine Initiative 7? Ja, 7. Aber ja, okay. Volltreffer, wollte ich gerade sagen. Das könnte nur ein Volltreffer gewesen sein. Zähigkeit wirkt. Verteidigung von Pampoli steigt. Ja, das Pokémon ist ein tanky Bastard. Ja, fangen. Warum nicht? Ja, du fängst gerade ein Pokémon aus der siebten Gen. Das wollte ich sogar in mein Team aufnehmen, aber ja? Ich habe Sonne irgendwie nicht
nicht so sehr gemocht. Ich habe das nicht, ich habe irgendwie, kam irgendwie nie dazu, irgendwie das durchzuspielen. Nicht? Keine Ahnung, ich hatte drei Fire Emblem Spiele vor mir liegen. Die hast du alle durchgespielt, ne? Habe ich auch noch nicht alle durchgespielt. Echt nicht? Ja, ich weiß nicht, ich hatte so viele Sachen da zu zocken irgendwie. Es ist kräftig genug. Ein Problem ist, das 50-fach seines Gewicht zu tragen. Um Umgang mit Schlamm ist es sehr geschickt. Es ist es wurde da, dabei ist das ist ein reines Boden-Pokémon. Ich meine, aus der Entwicklung. Ich meine, es ist ein Esel. Und was ist die Entwicklung davon? Und ein Pferd. Oh, ich kann ja Camping machen. Ja, such dir einfach einen idealen Ort, dann kannst du das auch immer machen. Das ist auch ganz cool in der Naturzone, wo ich dann andere Spieler sehen kann. Und dann könnt ihr bei dir reinschauen. Du, geh weg. Ich tu mal hier campen. Habe ich noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Das solltest du mal tun. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Man hat ja definitiv so viele Dinger hier. Da kenn ich's jetzt. Ich glaube, du hast nicht genügend Platz dafür. Ja, stand doch. Oder ja. Kannst auch auf Routen dein Ding. Oh. Ich glaube einfach nur, dass du zu wenig Platz hast. Hm. Okay, wir haben schon 30 Minuten, also. Ja, würde ich sagen, machen wir. Bin ich der Barrier. Ja. Aufs Screen werde ich wahrscheinlich zum Pokémon Center zurückrennen und mich heilen. Und dann machen wir weiter auf Route 3. Ja. Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, Like, Kommentar, auch bei Metal Mario Master. Danke. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schwert. Ciao. Tschüss.